Und ein 2 versus 2 und ich habe hier den stärksten Partner zugewiesen bekommen vom MMR-Wert. Scheinbar denkt das System, ich brauche das hier. Na gut, vielleicht ja schon. Ich habe doch im 2 und 2 recht oft verloren, habe ich das Gefühl. Und ich bin so ein bisschen dazu geneigt, hier einen Push zu spielen, weil mir das halt so viel Spaß macht. Aber Elite-Spezialist habe ich aber auch schon im 2 vs. 2 genommen. Was nehmen wir denn hier? Der Marksman-Specialist? Ja, könnte man auch machen. Aber wir haben hier, glaube ich, so eine Karte, wo wir nah beieinander sind. Und da sollte man sich, glaube ich, eher hinten aufstellen. Das heißt, ich nehme mal hier den Heavy-Armor-Spezialist. So, oh, knapp wäre es hier zur zufälligen Auswahl gekommen. Die Stadteinheiten hier sind natürlich für Heavy Armor nicht sonderlich gut, muss man sagen. Er ist hier Coast Control. Okay, und hat Mustangs und Crawler. Die Mustangs sind natürlich gegen die Fangs ganz gut, gegen die Artillerie nicht so. Ich glaube, ich ergänze hier einfach nur am Anfang ein paar Crawler. Und stell die mal hier so mit hin. Und die sollen grundsätzlich eher so mit reinlaufen. Die Artillerie, die packen wir einfach hier so hin. Könnte die hier natürlich auch immer ganz zentral packen. Aber ich will nicht, dass die komplett hier ausschwärmt. Die sollen mir auch hier ein bisschen helfen. Was haben wir denn für einen Abstand hier? Ein Zweierabstand. So, und die lassen wir hier so ein bisschen nach vorne laufen. Eventuell, wenn ich das so stelle, dann zieht das manchmal auch so ein bisschen nach innen, ja. Okay, gucken wir mal, was mein Alliierte hier hat. Er möchte scheinbar nicht, oder möchte scheinbar kein Schaff kaufen. Das ist schon mal oft ein großer Fehler, vor allem hier gegen Balls. Aber wir werden sehen. Vielleicht können wir dann ein paar dicke Brocken später dazustellen, ja. Dann können wir da vielleicht doch ein bisschen profitieren von diesem Heavy Armor Spezialisten. Wobei, das täuscht manchmal so ein bisschen. Ist das nur der Vorteil, wenn man große Einheiten spielt? Nee, nicht unbedingt. Auch die Crawler-Fights gewinnt man dann halt oft, ja. Okay. Natürlich nicht, wenn hier direkt Arclights dahinter sind. Schön ist, dass die jetzt so ein bisschen vorwetzen. Und ich hoffe, dass ich die hier dann relativ zeitig besiegen kann. Okay. Hier könnte ich mir auch sehr gut ein paar Wraith vorstellen. Gegen diese Kombination, die er hat. Ja, Fortress eventuell auch. Alles möglich, alles möglich. Schauen wir mal, dass wir hier nicht zu stark untergehen. So, vielleicht noch ein bisschen was hier rausnehmen für meinen Alliierten. Ein Schwung Schaff hier noch, das wäre ganz nett. Ja, und ich habe gemeckert über ihn. Und wer verliert hier seine Runde? Ich. Okay. Das sollte er hier eigentlich packen dagegen. Obwohl, die Crawler sind hier unten lang gegangen, ne? Aber solange er den rausnimmt, wäre halt gut. Es geht genau hier alles aufs Falsche, aber reicht trotzdem aus. Sehr schön. Wichtig ist halt, dass wir hier nicht zu viel Leben am Anfang verlieren, ja. Okay. Subsidized Steelball, High Range Marksman will ich eigentlich alles nicht haben. High Range Sledgehammer könnte man hier auch spielen. Sehr interessant. Wenn ich das aber auswähle, dann habe ich nicht genügend Geld, um 2 Sledgehammer zu stellen. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist aber grundsätzlich eine sehr gute Karte. Wir könnten das halt probieren. Ich glaube, ich wähle das hier aus. Das gibt eine gute Frontline. Und ja, dann müssen wir halt hier in den sauren Apfel beißen. Und das Ganze erstmal so erdulden. Weil die Tanks finde ich hier halt sehr gut gegen diese Kombination. Die machen auch nicht sonderlich viel Schaden. Und dann holen wir einfach noch ein bisschen Schaff dazu. Das ist schon in Ordnung. Wo stellen wir den zusätzlichen Schaff dann hin? Und was holen wir vor allem? Fangs will ich hier eigentlich auch nicht unbedingt holen. Ich könnte hier eventuell noch ein paar Crawler ganz an den Rand stellen. Das ist in Ordnung. So, und die können hier dann so reindackeln. Das ist in Ordnung. Ich stelle die ruhig mal hier hin. Jawohl.
Weil eventuell möchte ich hier noch wesentlich mehr hinstellen. Machen wir mal so. Nach Ausbomben möchte ich eigentlich nicht. Ist ein bisschen übertrieben. Ja, ich mag diese High-Range-Sledgehammer halt so gern. Das hat irgendwie was, ja. Diese Tanks und dann aus der Reichweite. Ich stelle einfach nächste Runde drei Stück hin. Dann sollte das hier eigentlich dann ganz gut passen. Hat der Level 2 Crawler, interessanterweise. Und dann hat er hier auch noch den Crawler Spawn gehabt. Damit überrennt er mich jetzt hier natürlich in der Runde total. Oh, hier die Balls sind vielleicht auch gefährlich. Er verliert hier die Runde jetzt leider auch. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Den Spawn hier, den hat er ja nächste Runde auch nicht mehr. Wir haben ein bisschen mehr in die Zukunft investiert mit diesen Sledgehammern halt. Er halt direkt in diese Runde. Der dürfte ja sogar noch relativ viel rausnehmen. Ja, der hat sich sein Level verdient. Ja, und wir sind hier immer noch eigentlich fast gleich auf. Das ist also in Ordnung. Okay, Sabertooth. Er ist natürlich mies gegen uns, muss man hier sagen. Wespen. Werde ich jetzt gegen ihn nicht spielen, könnte er natürlich wählen und dann hätte ich gar nichts dagegen. Also könnte man sich ja auch überlegen. Ein Melter ist jetzt halt gegen ihn erstmal nicht gut. Ich denke, ich nehme hier das Rhino. Das werde ich hier von hinten mit nach vorne kommen lassen. Also wenn er hier zum Beispiel auch diese Rhino-Flanke machen würde, dann würde ich ihn hier halt besiegen. Jetzt müssen wir uns aber wirklich langsam Gedanken machen wegen R. Ich werde hier jetzt trotzdem die Tanks holen. Und die stelle ich jetzt hier mal auf, so ein bisschen verteilt. Hier in der Mitte könnte ich sie horizontal aufstellen, einfach weil eventuell hier natürlich die auch mit dazu kommen. Und dann holen wir einfach hier nochmal welche. Stellen die hier noch so mit so rein. Könnte man auch horizontal aufstellen. Ja, alles zu überlegen. Einfach weil eine Rakete sonst hier, glaube ich, relativ viel wegnehmen könnte. Aber ich möchte dann hier auch noch ein bisschen was davor stellen. Also ich lasse die mal so. Gucken wir mal. Können wir noch was freischalten? Jawohl. Jetzt muss man hier halt wieder einen Verlust in Kauf nehmen, falls jetzt er kommt, ja. Aber so ist das nun mal. Jetzt haben wir das hier zumindest gut ausgenutzt. Erstmal mit den Sledgehammer, mit dem High Range. Gucken wir nochmal hier rüber. Er hat sich hier für die Sabertooth entschieden, okay. Er aber auch. Er auch. Ich meine, die sind hier gut dagegen, ja. Deswegen, ich brauche halt genügend Schaff. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Na. Leider haben diese, die Tanks jetzt hier ein bisschen was anderes gefokust. Also diese Sabertooth. Aber es sieht hier ganz gut aus. Er macht einen guten Job. Er hat wirklich viel getankt. Und ich bin ein bisschen beruhigt, dass er hier kein R genommen hat. Oh, der hat sogar überlebt. Hervorragend. Und mein Ali gewinnt das hier auch. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir aber wirklich mal hier was gegen R unternehmen, glaube ich. Andererseits will ich auch noch mehr Chaff. Ich könnte aber natürlich auch noch mehr Fangs holen einfach. Wird man da so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wobei so richtig verlässlich sind Fangs natürlich als Anti-R immer nicht, ja. Und wird dann auch so feueranfällig. Bin ich eh jetzt schon ein bisschen. Sledgehammer haben auch gelevelt. Da seine Sabertooth hier keine Level bekommen haben, denke ich, dass man hier durchaus anfangen kann, die auch noch zu leveln. Okay, ja, so ein Battleship, das ist halt unangenehm. Könnte mir hinten reinsetzen. Deswegen von hinten vielleicht noch ein paar Fangs kommen lassen. Die Sache ist auch immer, das ist halt super teuer, der Iron Blast. Ich wähle den hier nicht aus. Ich wähle aber zumindest mal das aus. Können wir ihm hier noch was rausnehmen, ihm so ein bisschen helfen. Ansonsten würde ich hier höchstwahrscheinlich die da rausnehmen. Kann ich hier beide erwischen? Dass die Crawler damit hinrennen? Nee. Das hier. Ich glaube, ich möchte die haben. Machen wir es mal so. Okay, also die möchte ich upgraden.
Und hier muss ich noch was mit davor stellen. Ich glaube, dann nehme ich einfach mal Fangs. Stehe ich hier so hin, ja. Dass die idealerweise da drauf gehen. Und dann bin ich hier auch nicht gegen so dolle gegen Raketen anfällig. Falls ihr die hier irgendwie aggressiv positioniert, die Stämme auch hier so hin. Hier hätte ich es gern eigentlich auch nochmals. Dann mache ich das auch. Und was ich auch machen kann, ist theoretisch noch eine Artillerie hier mal upgraden. Einfach, weil, falls er hier tatsächlich Raketenabwehr drückt, dann verkaufe ich die sowieso, ja. Dann hat sich das hier komplett erledigt. Okay, ich denke, das sollte erstmal so passen. Es ist halt wirklich wichtig, dass diese Sabertooth hier nicht auf die Sledgehammer direkt gehen. So, und er holt sich hier... Nee, ist das mein Ali? Nee, das war er. Holt sich hier tatsächlich den Overlord. Ja, vielleicht können wir hier mit der Artillerie auch so ein bisschen provozieren, dass er das drückt. Und dann können wir es einfach verkaufen, gut ist. Er hat jetzt aber hier die Phönixe noch mit hinzugeholt. Ja, jetzt braucht man halt wirklich hier ein bisschen Anti-Air. Ich überlege einfach, Anti-Air oder Range-Marksman hinten reinzustellen. Man könnte hier auch Fortress spielen. Wäre eine Möglichkeit. Ist nur immer ein bisschen merkwürdig dann gegen Overlords. Gegen Phönixe ist es ganz gut. Gegen den Rest, der da hat, ist auch ganz gut. Warum sollte man keine Fortress bauen? Warum eigentlich nicht? Oh, jetzt die Marksman brauchen wir hier. Schnell hier einen Debuff holen. Aber ich glaube, den kann ich nicht beschützen. Leider, leider. Wir müssen uns halt nur die Fortress hier irgendwie finanzieren. Ja, man könnte auch selbst Overlords gehen. Oder halt Melter. Aber ich glaube, dass hier Fortress super sind. Dann verkaufen wir direkt hier raus, oder? Braucht man dann nämlich eigentlich nicht mehr. Wir brauchen halt das Geld. Kaufen wir gleich die teure. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr hier Anti-Missile drückt. Ob das jetzt so wohl begründet ist, weiß ich nicht. Wenn man den hier so mit dazwischen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Noch ein Fortress. Eigentlich hätte ich gern drei Fortress. Wie teuer ist das Upgrade? 2. Okay, das passt eigentlich gut. Dann drücken wir hier nämlich eigentlich Anti-Air. Normalerweise hätte ich hier natürlich auch gerne noch Schilde, ja. Ist die Frage, verteilen wir die hier trotzdem schön gleichmäßig? Ich hätte gesagt, ja, ne? Okay, dann sind die Tanks hier halt für den Schaft zuständig und die gegen die größeren Ziele und dann halt Air. Was ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, die Sabertooth da drüben, die sind auch gut gegen Einzelziele. Also wenn die übrig bleiben hier mit Heal gegen die Fortress, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Das könnte übel sein. Okay, gucken wir mal. Idealerweise würde ich hier halt noch Schilde drücken, ja. Das ist ganz klar. Wie hat der hier eigentlich die letzte Runde performt, bin ich mir nicht so sicher. Könnte jetzt aber auch wesentlich besser performen, jetzt wo die Fortress hier da sind. Schauen wir mal. Könnte auch Speed drücken. Ich mach das mal für die Runde. Mit Fortress sowieso immer gut. So, und er nimmt jetzt hier einen fetten Overlord. Ja, da brauche ich dann einige Fortress, muss man sagen, um dagegen vorzugehen. Eventuell brauche ich sogar noch einen Melter. Müssen wir mal sehen. Was Fokus hier war, das ist jetzt die große Frage. Und jetzt gucken wir nochmal ein bisschen aufs Rhino, wie sich das hier schlägt. Na, hier ist auch immer noch zu viel Schaft, das ist ein Problem. Phönixe bleiben hier immer noch stehen, auch sehr ärgerlich. Aber der eine Overlord, der beschäftigt sich hier auch oft lange mit Zielen, die recht irrelevant sind. Oh, er hat ja EMP drauf, ne? Hervorragend. Aber ich glaube, das spammt mich einfach weiter Fortress. Das ist in Ordnung. Und dann eventuell noch mit Fang-Produktion, Vorschilden, ja. Muss ich mal sehen. Wobei Fang-Schilde hier auch wirklich sehr, sehr gut sind. Oh, eine Javelin. Hier könnte ich Schild nehmen, könnte Deployment nehmen. Aber ich glaube, dass das Schild hier sehr, sehr gut ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Er hat jetzt hier seinen Drop wieder. Und wo setze ich das Schild drauf? Normalerweise würde ich ja sagen, aufs Dreier-Fortress. Aber falls er die Javelin einsetzt, hier, ist das halt hier geschützt, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Also hier Schilde drauf
dürfte ziemlich lange stallen. Aber ich brauche auch viele Fortress. Wirklich. Stellen wir die hier so hin. Die Artillerie verkaufe ich jetzt hier, glaube ich, trotzdem. Drücke ich jetzt hier Schilde oder drücke gleich Fang-Produktion? Fang-Produktion ist halt auch sehr gut. Eieiei. Ich glaube, ich drücke Fang-Produktion. Reichweite, Feuerrate. Ich könnte natürlich auch ein bisschen Kleinvieh einfach mal wegbomben, dass es ein bisschen schneller geht am Anfang. Ich glaube, das sollte ich sogar machen. Und dann drücke ich hier noch Reichweite und hier setzt er mir eventuell was rein. Deswegen setze ich mal hier eine Rakete hin. Hier glaube ich eher nicht. Könnte er natürlich machen, aber das dürfte ich relativ schnell clearen. So, nächste Runde. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie schnell sterben oder so. Sieht nicht aus. Dann muss ich auf jeden Fall Fängschilde drücken, ja. Dann dürfte das eigentlich gut passen. Ja, und die Phönixe habe ich hier auch gut erwischt. Hat er seinen Overlord verkauft? Sieht ganz so aus, ne? Ist hier auf Scorpions umgestiegen. Aber auch dagegen wieder brauche ich eigentlich nur Fangschilde. Dürfte dann hier überhaupt kein Problem darstellen. Sieht er so hier schon gut aus. Jawohl. Und das behalten wir ja auch. Das ist der Tower Sniper. Eventuell haben wir jetzt sogar schon gewonnen, oder? Jawohl, wunderbar. Habe ich doch gesagt, dass wir noch irgendwas spielen, womit sich hier der Specialist auszeichnet. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal noch, wie sich das hier ausgewirkt hat. Okay, plus 32 Punkte und sind jetzt hier über 800 MMR. Ja, anstelle des Gegners hätte ich eigentlich so ein bisschen versucht, die Overlord-Schiene weiterzugehen, ja. Da hätte ich einfach wahrscheinlich Reichweite und Feuerrate gedrückt, wenn er es denn drauf hatte. Hätte es einfach darüber probiert, weil ich hatte so viel Tanks und Fortress. Kann man halt probieren, kann auch schief gehen. Scorpions hätte ich da jetzt nicht mehr angefangen, wegen der Fangs, ja. Da hätte er halt Feuer gebraucht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.